So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored. Wir hatten gerade diesen Pendleton-Hino hier ermordet. Erfolgreich. Und haben eine Rune. Geil. Was haben wir denn da? Was ist das? Das will ich. Ich will mir das angucken. Oh, cool. Nachtsicht ist cool so auf diesem. Ja, ist ja gut. Oma. Alter Schwede. Madame Prudence. So, ich muss noch weiter nach oben. Ist praktisch direkt über mir. Ich bin gerade am überlegen, wie ich da hinkomme am besten. Da ich hier sowieso alles getötet habe schon wieder. Oh, nicht alles, gut. Ich weiß nicht, so eine Art Maske. Alter, wieso? Ist der hier? Jetzt ist er's. Puh! Alter Schwede, was kommen die denn da direkt hinter mir die Treppen hoch? Sind die da respawned oder so ein Scheiß? Oder gespawned? Naja. Okay, wir haben die Rune hier gerade aufgesammelt. Nur autorisiertes Personal. Na, ich bin autorisiert, ne? Schieb ab. Walölsteuer. Scheint hier niemand drin zu sein. Das ist gut. Jawohl, sowas kann ich eher mal gebrauchen. Gut, viel mehr scheint hier aber auch nicht zu sein. Gästebuch. Lord Morgan Pendleton mit Lulia im Elfenbeinzimmer, erste Etage. Mr. Bunting mit Betty im silbernen Zimmer, erster Stock. Lord Custis Pendleton mit Violetta im Rauchsalon, zweiter Stock. Was haben wir denn hier unten? Nee, lieber teleportieren. Die Pendletons sind wieder hier. Reich und größtenteils sauber. Was will man mehr? Sie sind Trunkenbolde. Das kann ich nicht aufstehen. Nicht so schlimm. Morgen ist im Elfenbeinzimmer mit Loli. Custis ist mit Violetta im Rauchsalon. Bleibt nur noch Bunting übrig. Und da ist doch jemand. Was? Ich bin nicht hier. Bist du? Sag doch schon, ich bin nicht hier. Nein. Ich finde dich. Bring mich nicht dazu, die Stadtwache zu rufen. Bevor du das schaffst, bist du tot. Hallo? Komm raus. Nee, irgendwie nicht. Ist hier hinten noch irgendwas? Oh nein. Alter. Scheiße. Ja, dann. So, hilf mir doch jemand. Ja, ja, ist ja Hilfe. Gut. Generalschlüssel der Golden Cat. Ich weiß, die Betten werden knapp, aber ich brauche ein Zimmer für das Kind. Sie ist wichtiger, als ihr euch vorstellen könnt, und sie ist schon einmal geflohen. Durch den VIP-Eingang. Deswegen beschloss ich, den Generalschlüssel an mich zu nehmen. Wir müssen uns um das Mädchen kümmern, auch wenn sie eine freche Göre ist. Und ich will sie in ihrem eigenen Zimmer sehen, Madame Prudence. Rauchsalon. Kurtisanenschlafraum.
Ein Stockwerk muss ich so oder so noch hoch. So. Gehen wir hier doch mal durch. Mörderzeug, ein Knochenartefakt. Juhu! Und was bringt uns das? Wirbelwind. Du schwingst dein Schwert etwas schneller. Das ist ja geil. Schneller bewegen. Ganz ehrlich. Das will ich haben. Das Knochenartefakt. Alter, das sind echt mal große Perlen. Okay. So. Die hätten wir. Vermisste Frauen und die Golden Cat. Auszug aus einem Kriminalroman, der sich um die Golden Cat dreht. Mr. Arrowhoff. Sollten Sie meine Schwester ausfindig machen, so versichere ich Ihnen, dass meine Familie die Mittel besitzt, um Sie und Ihre Mitarbeiter dafür zu belohnen. Sie kennen Ihren Namen und Ihr Aussehen. Sie wissen alles, was wir über Ihre ersten Wochen in Dunwell wissen, bevor Patricia aufhörte, mir zu schreiben. Da wäre jedoch noch ein weiteres Detail, das ich Ihnen nur zögerlich mitteile, weil es so unglaublich klingt. Es gibt in Dunwell ein Etablissement namens Golden Cat, ein Badehaus, so glaube ich, auch wenn manche sagen, es sei ein Bordell. Für mich ist es unwahrscheinlich, dass Patricia mit so einem Ort in Verbindung gebracht werden könnte, aber es wäre nachlässig, würde ich Ihnen diese Information nicht mitteilen. Kurz vor Ihrem letzten Brief sagte der Cousin eines alten Freundes, dass er sah, wie Patricia dort aufgetreten sei. Sie habe gesungen und die Harfe gespielt. Vielleicht ist die Spur falsch, aber ich bitte Sie, aber bitte gehen Sie ihr nach. Zu guter Letzt, sollte Ihre Suche in der Stadt nicht bis zum Monat des Windes von Erfolg gekrönt sein, werde ich selbst aus Morley anreisen, um mir einen neuen Geschäftspartner zu suchen. Hochachtungsvoll, Madison Cainbright. Rune, juhu! 4 von 5 gefunden. Zack, zack. Fress ich der hier alles leer. Der ist leer. Alles klar. Damit hätten wir hier alles, was es an sammelbarem Zeug gibt. Oh. Cool. Die soll ja auch was zu Personen sagen. Okay. Kurtisanenschlafraum. Da in dem Kurtisanenschlafraum soll ja Dings drin sein. Wie heißt sie noch? Das kleine Mädchen auf jeden Fall. Ich habe den Namen gerade vergessen. Dann sollte ich das vielleicht zum Schluss machen. Weil nachher muss ich sie eskortieren oder so ein Scheiß. Deswegen erstmal zum Rauchsalon. Oder erstmal durchs Schlüsselloch gucken. Jawohl, da ist sie. Gut. Ich würde sagen, ich gehe erstmal ganz kurz den letzten Heino hier umbringen. Rauchsalon ist dort drüben. So, die Fenster hier sind besser gesichert. Sehe ich gerade. Hochseilakt hier. Das ist natürlich doof. Das heißt, ich muss in... Cool. Und mit cool meine ich Scheiße. Oh, was haben wir hier? Gästebuch. Nee. B.
bisschen brutal vielleicht, aber... Noch ein Gästebuch? Weiner, Identifikation und Behandlung. Auszug aus den Notizen von Dr. Galvani zur richtigen Behandlung der mit der Seuche infizierten Person. Wenn ein Opfer einmal aus den Augen zu bluten begonnen hat, ist ihm nicht mehr zu helfen. Nach unserem gegenwärtigen Verständnis der Seuche ist der Tod unausweichlich. Mit der richtigen Strategie können wir jedoch ihre Ausbreitung eindämmen. Alle, die mit einem Weiner oder Infizierten im letzten Stadium zu tun haben, müssen großzügige Mengen der vorhandenen Schutzgetränke zu sich nehmen. Auf die Variante kommt es dabei nicht an. Beispielsweise kann es Sokolos, Elixier oder Pieros Arznei sein. Eine Dosis pro Tag für normale Soldaten, zwei für alle Offiziere. Die Distanz zu den Infizierten muss gewahrt werden. Um den Kontakt mit parasitären Insekten zu vermeiden, die den infizierten Wirtskörper besetzen. Dazu wird der Einsatz von Speerwaffen oder Fernkampfwaffen mit Brandmunition empfohlen. Sämtliche Gerätschaften, die dazu verwendet werden, Infizierte zu einer Deportationszone wie dem überschwemmten Bezirk zu transportieren, sind nach dem Gebrauch ausgiebig zu reinigen. Dazu zählen Metallzwinger, Transport- und Frachtwagen. Alter, wie die Tiere. So, zum Raucherzimmer wollte ich. Rauchsalon, der ist dort drüben durch. Ne, hier oben. Da muss ich hier hoch. Nein, nicht die Armbrust. Ja, Nachtsicht. Nice. Und Teleportersicht. So eine Art Maske, sagte er. Konnte er nicht so gut erkennen. Alter, wo kommen die? Mal ehrlich, die sind da doch gerade gespawnt. Das ist doch scheiße. Fick dich. Alter, schieb ab hier! Das ist doch wohl ein Witz. Sie sind da doch eindeutig gerade gespawnt. Das ist doch scheiße. Oh, bisschen ausgelaufen, was? Fuck, ey. Was ist das? Okay. Ups. So. Rauchsalon. Wir erwarten heute die Pendleton-Zwillinge und das Fenster des Rauchsalons ist immer noch nicht repariert. Custis wird diesen Raum wählen, also reparieren Sie es. Ah, das Fenster ist kaputt. Da haben wir es, ja. Okay. Erstmal noch was futtern hier. Das bringt das auch mal was. Okay. Allerdings, bevor wir das machen, ist die Folge auch schon wieder vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.